Willkommen auf meinem Kanal. Bei der Nordtour heute machen wir mehrere Ausflüge. Als erstes einen Besuch beim Schiffshebewerk Lüneburg-Scharnebeck. Danach geht es weiter zur Rendsburger Hochbrücke. Und einen Abstecher zum Wasserturm nach Heide. Ich wünsche euch allen viel Spaß und danke, dass ihr mich besucht habt. Die Rendsburger Hochbrücke überspannt den Nordostseekanal und wurde erbaut zwischen 1911 und 1913. Die Länge beträgt 2468 Meter und die lichte Höhe 42 Meter. Thank you.
Der Wasserturm von Heide in Holstein wurde im Jahr 1903 errichtet. Er ist rund 46 Meter hoch und steht unter Denkmalschutz. Er wurde im Jahr 2005 vollständig restauriert und dient heute als Bürofläche und für Feierlichkeiten.